Grüßt euch. Heute will ich die Gipsbauteile für die alte Viehüberführung einfärben. Ganz frisch aus der Form. Die Teile sind bewusst sehr rustikal, so will ich es mal nennen, gehalten. So im Stile von Trockenmauerwerk. Ich denke, das passt halt sehr gut. Kontrast zu der filigranen Holzkonstruktion der eigentlichen Überführung. Dieses hier ist das H0E-Modell. Die Bauteile sind aber im Prinzip in allen Baugrößen identisch. Ich habe mich bei den Einfärben der Fundamente und der Widerlager dafür entschieden, keinen großen Zirkus zu machen und will nur mit dem Vallejo-Modell Wasches arbeiten. Das wäre einmal die europäische Erde, Hiera Europaea, dann als Grundanstrich will ich das nehmen, eventuell um ein paar Fugen vorherzuheben mit einem feinen Pinsel, habe ich auch an Schwarz gedacht, für den Weg oben, was da drauf ist, wollte ich Tierra Deserta, also die Wüstensand nehmen. Und dann noch das Grün, eventuell um ein bisschen zu bemoosen. Fangen wir mit dem Wüstensand an. Hier kann man entweder irgendwelche Kunststoffreste als Palette nehmen oder man kann natürlich auch Kronkorken nehmen, wie man es beliebt. Diesen Weg muss man sowieso nachher nochmal bearbeiten. Das ist auch extra so gemacht. Natürlich muss da noch, denn irgendwie das muss angepasst werden an den eigentlichen Weg. Das ist nur Spielerei jetzt. Da muss dann eigentlich, wenn ich den Weg aus Kies mache, muss halt da Kies drauf. So, und jetzt für den eigentlichen Grundanstrich will ich den europäischen Staub nehmen. Was der europäische Staub, warum der anders ist als irgendein anderer Staub, das müssen Sie die Katalanen von Vallejo fragen. Oh, ich habe es ein bisschen dick gemacht. Ganz so. Warum wollte ich es nicht? Allerdings hält das immer auch auf, wenn das austrocknet. Geh da vielleicht nochmal mit ganz fein mit Schwarz dann ran. Und ich finde, die Fugen könnten tatsächlich deutlicher hervortreten. So sieht dann das Widerlager aus nach dem Grundanstrich mit dem europäischen Staub. Das hält sogar noch ein bisschen auf. Jetzt kommen die Fundamente dran. Nicht zu dick das Washing auftragen. Wir wollen ja hinterher noch die Fugen ein bisschen mit dunklerem Washing nacharbeiten. Ich habe vorhin auch mal ein bisschen ohne Kamera experimentiert und habe eins festgestellt, um die Fugen nachzuziehen, ist Schwarz einfach zu dunkel. Am besten hat sich wieder meine bewährte Lieblingsfarbe, der braune Schmutz, die 513, erwiesen. Die nehme ich jetzt dafür, um die Fugen nachzuziehen. Als Pinsel, das ist jetzt ein Vierer, man kann sicherlich auch einen Zweier nehmen, braucht man einen kleineren Pinsel, der schön geschlossen ist. Naja, zum Figurenbemalen wäre das jetzt sicher schon nicht das Richtige, für die Fugen reicht das. So, und dann wollen wir mal loslegen. Ich gehe jetzt auch mal mit dem Zoom noch ein bisschen ran und dann
gehen wir einfach mit dem Pinsel in die Fugen und heben die schön hervor. Ich war jetzt vielleicht ein bisschen sehr zögerlich. Aber jetzt sieht man das, denke ich, dass das sehr schön wird. Man kann natürlich auch so ein bisschen was direkt auf die einzelnen Steine geben. Das geht sehr flugs und einfach. Auch überhaupt in sonstige Vertiefungen immer was geben, halt, dass man eine Plastizität erreicht. Natürlich nicht nur die waagrechten Fugen, auch die senkrechten. Ganz wichtig ist natürlich, dass man die Ecken auch schön macht. Ne? Das ist also hier so. Da habe ich jetzt bewusst dann sehr unregelmäßig gearbeitet beim Schnitzen. Aber das soll ja auch so Trockenmauer, die Viehüberführung. Da wurde nicht viel investiert in schöne Steinmetzarbeit. Natürlich kommt auch hier oben schön was drauf. Hier, wo es glatt ist, da kommt die Fußfette rein. Da ist. Brauchen wir uns keine große Mühe geben, das ist eh verdeckt dann. Die Fundamente sehen ehrlich gesagt nur so aus wie ein ziemlich matschiger Steinhaufen, ehrlich gesagt. Aber klar, gerade da, das hier sind jetzt die Köcher. Gerade da müssen denn die Fugen so nachgearbeitet werden, dass man schön auch den einzelnen Stein erkennt. Das geht einfacher und schneller. Jetzt habe ich ein bisschen viel Farbe genommen. Allerdings hält das ja immer noch mal deutlich auf, also vielleicht ist es sogar gerade richtig so. Ich denke, man sieht jetzt schon, dass das dadurch gewinnt. Nach archäologischer Ausgrabung sieht es natürlich trotzdem aus. Für den letzten Pfiff gibt es jetzt noch mal das Grün. Da können wir denn nur ein paar Tröpfchen brauchen wir da. Damit können wir denn jetzt so ein bisschen bemoosen oder Algen nachbilden. Hier zum Beispiel an den Köchern, da könnte ja denn das Wasser immer runterlaufen. Da ist dann bildet sich der Moos. Mache ich es ein bisschen dicker. Ansonsten halt vielleicht auch mal ausgewählte Steine oder so vertiefte Bereiche. Ein bisschen viel, ich mache jetzt mal. Muss immer den Pinsel dann auch so ein bisschen abstreifen. Ja. Das ist mir zu viel, dann mache ich einfach ein bisschen Wasser drauf, dann verteilt sich das. Hier oben drauf.
Pinsel zu feucht. Hier oben so ein bisschen drauf macht sich das natürlich dann auch gut. Nicht überall, sonst ist das ein bisschen langweilig. Hier ist auch eine schöne Vertiefung, die schreit danach. Hier ist eine schöne Vertiefung. Sorry, dass ich außerhalb der Kamera war. Hier ist eine schöne Vertiefung, die schreit danach, da so ein bisschen Grün reinzudrücken. Ich hoffe, es kommt mit der Kamera genauso gut rüber, wie es eigentlich schon original wirkt. Mann, Bob Ross wäre stolz auf mich. Hier natürlich auch. Oben so ein bisschen. Und Vertiefung. Gerade was so ein bisschen heller auch ist. Vertiefung und die bisschen hellere Sachen, die mögen natürlich auch ein bisschen grün. Die Fundamente können natürlich auch ordentlich grün vertragen. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen viel. Das hier sind die Köcher, das heißt, dass die Löcher selbst werden natürlich mit durch die Holzbalken abgedeckt. Aber hier können wir ruhig ein bisschen großzügiger noch sein. Das bläst durch den Trockenvorgang sowieso noch ein bisschen aus. Und die Fundamente sind natürlich auch wirklich Feuchtigkeit ausgesetzt. Mit dem Ergebnis bin ich eigentlich ganz zufrieden. Aber ich habe mich entschieden, noch ein bisschen trocken zu malen. Ganz dezent mit Weiß. Denn dann wird das Ganze doch noch ein bisschen plastischer. Und denke ich wirklich bekannt. Ich habe den Borstenpinsel mit weißer Farbe ganz gut auf dem Sperrholzbrettchen ausgestrichen, dass da wirklich nicht mehr viele, ja, die Wirkung ist, ich bin eigentlich nicht so ein Fan der Trockenmalerei, aber die Wirkung ist tatsächlich da. Auch hier ein bisschen. Dezent, nicht zu aufdringlich, aber man sieht den Unterschied. Formidable. Der Kritikpunkt ist, dass leider die Farbgebung nicht stark kontrastiert mit dem Holzsteg. Ich denke aber, wenn das erst in die Landschaft eingebaut wird, stimmt, wird das schon hinhauen. Zuletzt will ich noch zeigen, wie das funktioniert mit dem Widerlager. Die so, das passt richtig gut hier. Ich hoffe, man sieht es. So ist das gedacht. Und die Stützen werden einfach in die Fundamente gestöpselt.
Danke sehr und auf Wiederschauen.